Am Bernie soll es mal wieder mit der Muschel funktionieren. Schon probiert? Ich teste mal absolut blank, ohne vorher getestet zu haben, ab an den Spot. Zack, zum Spot. Ich meine, der Spot ist mehr als bekannt. 83-145, kurzer Blick hier drauf und dann mit Muschel. Und ich habe einen PVA zusammengemixt, beziehungsweise ich hatte das noch. Und das habe ich jetzt hier quasi mit drauf und das verwenden wir hier. Wie immer natürlich 35 Meter hier. Ich glaube, das sollte jedem Bernsteinsee-Angler mittlerweile bekannt sein. 35 Meter Main. Alter, der war aber ein bisschen daneben. Den werfen wir direkt nochmal. Also, 35 Meter und dann gib ihm. Aufs Setup gehe ich natürlich wie immer später nochmal detailliert ein. So, erstmal weiter raus. Kommen wir hier auf die 35? Kommen wir ziemlich genau, jawohl. Also, Blei ein bisschen angepasst und so weiter. Das muss ja auch alles passen. Und raus damit. Siehste, habe ich schön gemacht. Volles Met reingejubelt. Und so. Jetzt passt es auch. 35 Meter. Ja, das sollte man natürlich nicht machen hier. Zack. Und das hat alles auch Auswirkungen auf die Physik im Game. Apropos Physik im Game. Heute ist ja Sonntag. Heute um 16 Uhr geht es los. Ein Q&A mit Russian Fishing 4 im Livestream. Einfach mal mit einschalten. Und da geht es dann unter anderem nicht nur um eure Fragen, sondern eben auch speziell um die Physik im Game. Da gibt es nochmal ein bisschen Ergänzung und ein paar Informationen dazu. Vor allem eben auch zum Drillverhalten. Das sieht allerdings schon mal sehr gut aus. Dafür, dass das jetzt hier gerade der erste Fischi ist, bin ich ja schon ganz zufrieden. Da kann die Futtermischel gerade noch gar nicht wirklich gewirkt haben. Drei Bällchen hier Futtermische drin. Kleines PVA habe ich übrigens in Verwendung. Verwende ich in letzter Zeit fast gar nicht mehr. Das sind ja diese kleinen PVA-Packs, die man ja nahezu die ganze Zeit dran haben kann. Je nachdem, wie hoch halt die Frequenz ist. Aber hier einfach nur auf Muschel ist das doch gar nicht schlecht. Und jetzt guckt ihr das an. Na, 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 na. Geisterspiegelkarpfen oder was? Schmeckt. Auch wenn es nur 4 Kilo sind. Warum nicht? Einfach mal mitnehmen den Brocken, ne? Schön auf der ollen Muschel. So, direkt wieder raus damit. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen bessere Wirkung hinkriegen. Das war jetzt einfach nur Muschel und Muschel. Gucken wir mal eben rein hier. Können wir direkt mal machen. Genau. Knoblauchmuschel 16 und Muschelgrün als Mais. Genau. Das war jetzt gerade die Kombi. Wie gesagt, auf die Futtermische, beziehungsweise die Futtermische kann da eigentlich gerade noch nicht wirklich gewirkt haben. Jetzt gucke ich gerade mal eben. Der Johnny hatte mir das nochmal geschrieben und meinte, Alden, hier probier doch mal auf Muschel. Ich habe hier ordentlich auch Barben gezogen. Jetzt gucke ich gerade mal in seinen Kescher rein. Er hatte auch Geister, Schubbis, Geisterspiegel und Geisterzeil. Also eine ganz, ganz wilde Mische und eben auch noch ein paar schöne Barben. Auf Barbe hätte ich ja richtig Bock. Wobei, da müsste ich, glaube ich, in die Mische vielleicht noch ein bisschen mehr Lehm mit reinmischen. Aber nichtsdestotrotz, ich teste erstmal die Mische. Er hatte mir hier eine andere Mische gezeigt, die einfach nur komplett mit Muschelfeeds beziehungsweise Muschel-Pop-Up geschreddert ist und Muschelsoße. Wie gesagt, das PVA, was ich gerade verwende, zeige ich natürlich auch gleich noch. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen anfüttern. Vom Setup her, ja, habt ihr ja gerade schon gesehen, kleiner Einserhaken. Ich glaube, das reicht auch gänzlich für die Giebel, die wir ja hier haben wollen. Reicht, glaube ich, auch gänzlich für die Brocken, die wir hier rausholen wollen. Weißt du was, ich baller jetzt erstmal von der Mische hier nochmal drei Würfe hinterher, vier Würfe hinterher. Und dann lassen wir das hier erstmal drin. Machen wir hier mal einen kurzen Cut. So, zack und raus.
Das heißt, wir haben jetzt hier vier, ich würde sagen jetzt ungefähr 7 Futtermischen am Spot. Das reicht jetzt erstmal und dann gucken wir mal, was denn da jetzt so geht. Bisher, ja, zwei Fischis, ein Geister, ein Giebel. Das heißt, es kann jetzt nur noch besser werden. Ich bin einfach gespannt, was geht. Ich würde mich echt freuen, wenn hier speziell Barbe geht. Ich hatte ja einmal eine Barbenmische. Warte mal, haben wir die nicht sogar noch? Und da bimmelt es auch schon wieder. Barb, Bärensee-Barbe. Ist es die Standard-Barbe? Barbe-Muschel. Das ist doch hier die, genau, mit Koriander. Genau, das ist doch hier die Standard. Das sind nämlich die Basics von der Original-Barbenmische. In Kombination dann, wie gesagt, abgestimmt mit Muschel. Heißt also, ihr schnappt euch die Komponenten von der Barbenmische. Die sieht man ja, wenn man N drückt, einfach also die Basics einfach nehmen. Und kombiniert das dann einfach hier mit Muschel. Das ist absolut eine Möglichkeit. Oder dann, wie gesagt, das Ding, was ich hier gleich habe. Auch das wäre dann natürlich eine Möglichkeit. Da ist dann natürlich auch Muschel extrem mit angesagt. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert da drauf. Wenn nicht, ja, würde ich sagen, am besten gar nicht erst die Futtermische verwenden. Sondern erstmal blank reinwerfen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Direkt ohne Futtermische erstmal testen, was geht. Ist eigentlich sowieso der bessere Weg. Und dann im Nachhinein gucken, wenn der Spot denn läuft, ob man es noch optimieren kann. Und wenn man denkt, okay, es läuft eigentlich, dann einfach die Finger davon lassen. Einfach gucken, wenn man ziehen kann, wenn man rausziehen kann, die Brocken, dann erstmal ziehen. Und wenn man dann merkt, jetzt wird es vielleicht gerade ein bisschen weniger, dann vielleicht nochmal versuchen, mit einer Futtermische da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Ja, nahtloser Übergang. Es fängt wieder an zu zubbeln. Das Ganze ist natürlich auch immer so eine Sache. Direkt hin und direkt Ergebnisse erwarten ist ja in der Regel auch nicht so der Fall. Es kann ja schon mal sein, dass es irgendwie 5 bis 10 Minuten irgendwie dauert, bis da überhaupt mal so ein bisschen was losgeht. Deswegen mache ich mir da jetzt eigentlich gar nicht so einen Stress. Es gab auch schon mal Futtermischen bzw. Köderkombis. Da war das dann erst so, also ich sag mal wirklich nach über 10 Minuten warten, dass es dann auf einmal losging, aber dann halt richtig, ne? Dann ging es auf einmal ab. Also auch das kann natürlich sein. Ich guck nochmal eben, wie lange der Johnny da stand. Sehe ich da ein bisschen was? Ja, ich sag mal so, auch so rund 2 Stunden stand er da. Kescher sagt ungefähr 500 Silber an dem Spot. Also, kann man machen. Wie gesagt, das A und O ist natürlich, dass hier noch ein paar Barben reingehen. Ich teste jetzt erstmal noch ein bisschen und dann gucken wir dann natürlich gleich mal rein in den Kescher. Und natürlich noch ins PVA. Ja, also Frequenz ist ja da, ne? Frequenz ist ja da. Ich bin gerade nochmal rein ins PVA, hab mir das nochmal angeguckt. Die Basis ist Maismehl. Vielleicht sollte ich das nächste Mal weglassen. Ich bin ja eh in letzter Zeit dazu übergegangen, einfach entweder nur kleine Partikel oder eben auch nur die großen oder mittleren Partikel zu verwenden. Einfach nur, damit wir da so ein bisschen mehr trennen können. Also kleine Partikel für Frequenz, große Partikel dann doch eher für die Brocken. Und klar ist natürlich, wenn man schon hier am Bernie steht, dann will man die Brocken. Am Bärensee kann man vielleicht auf Frequenz gehen, wenn man da ein bisschen kleineres Equipment hat. Aber hier will man ja dann doch irgendwie die dicken Brocken haben. Tja, da muss ich dann gleich nochmal gucken, ob ich das nicht ein bisschen anders einstelle. Was haben wir denn jetzt hier noch? Joa, normaler Spiegel, ne? Also, wie gesagt, Frequenz ist da. Aber mit der Größe ist es noch nicht so der Burner. Aber das kann ja alles noch kommen. Ich mache mir da auch keinen Stress. Hauptsache die Fischis, die ballern schon schön rein. Siehste, zack. Haben wir auch schon den nächsten Kandidaten. Ja, läuft. Kann so weitergehen. So soll das auch, ey. So, aber nu, komm ran hier. Der erste, der sich mal so ein bisschen gewehrt hat. Boah, passt. Und zack. Ja. Also, was soll ich sagen? So für die ersten Stunden gar nicht verkehrt.
Kann man also ganz gut machen. Einfach mal ein bisschen auf entspannt hier die Muschel. Gucken wir mal eben rein hier. Raus mit dem kleinen Brocken hier noch. Zack. Und dann gucken wir mal kurz ins PVA rein. Zack. Hier wieder auf die 35 Meter. So. Genau. Ja. Also sie werden Stück für Stück größer. So langsam wirkt dann auch die Futtermische. Das heißt, wir gehen hier schön in Richtung Schuppenkarpfen. Passt also. Hier haben wir das PVA auch drauf. Wie gesagt, ich würde die nächsten Bällchen oder das nächste PVA größer bauen. Ich bin da gar nicht mehr so der Fan von diesen kleinen Päckchen. Wenn PVA, dann soll der Spot auch direkt angefüttert sein. Also gerne die mittelgroßen PVAs, gerade für einen Bernsteinsee ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Gehen wir mal eben hier rein im Detail und da sehen wir auch schon die ganze Basis sozusagen. Das mit dem Maismehl, auch das würde ich, glaube ich, weglassen, das Maismehl. Wie gesagt, wenn man mit der Trockenmische halt rumhantiert und nicht die Bällchen produziert, braucht man keine Basis. Also die würde ich komplett weglassen beim nächsten Mal. Aber Knoblauch, Boili geschreddert, das ist ja schon mal eine gute Idee. Heißt, wir haben große Partikel. Krabbe und Muschel, das ist auch hier so ein auflösender Boili, auch nochmal geschreddert, auch wieder große Partikel. Dann haben wir hier Flusswandermuschel drin, Muschelfeeds, Muschelsoße, ab dafür. Raus mit dem Zeug und gib ihm. Jo, läuft. Und der hat sogar richtig Bock hier, sehr schön. So soll das doch sein. Also, ich sehe schon, sie werden Stück für Stück größer. Aber ganz klar war natürlich auch gerade mit dem Mais am Anfang, das lockt. Und haben wir hier die erste Barbe oder was? Nennen Aaland. Das ist ja ein Dingen. 3,3er Aaland sogar. Nicht schlecht. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Aaland auch immer richtig gut. Und zack, da geht's schon weiter. Aaland, gerade wenn man eine Stelle hat, wo man die Großen rausziehen kann, da lohnt es sich dann auch kohlemäßig natürlich wieder. Leider noch keine Barbe, ey. Ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Und da geht sofort wieder rein. Krass. Also, wirklich nicht schlecht. Nachteil, glaube ich, tatsächlich ist es das olle Maismehl. Der Rest, der passt. Der Rest, der passt. Die Frequenz ist auch richtig gut. Oder einfach noch eine zweite Mische hinterherballern mit nur großen Partikeln. Vielleicht sogar ein paar Boilies mit reinnehmen. Ganze Boilies. Ei, tricky das Ganze. Bevor man hier ins Überfüttern geht. Weil die kleinen Mistviecher hier, die will man ja nicht haben, ne? Zack und raus damit. Jo. Also, ich probiere hier noch ein bisschen weiter rum. Einfach mal ein bisschen wieder auf die Muschel gehen. Ne, jetzt hatten wir die ganze Zeit Tutti Frutti und weiß der Geier was. Ab in die Muschel. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher 16 Uhr im Livestream. Dann geht es halt an eure Fragen. Und die Fragen werden natürlich auch aufgezeichnet. Das heißt, dazu gibt es dann im Nachhinein natürlich auch wieder ein weiteres Video. Heißt also für dich am besten den Kanal abonnieren, damit du die kommenden Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder halt im Livestream. Normalerweise montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. Oha, geht schon wieder los. Na, ich wollte auch sagen, der wird doch wohl im Laufe des Abends nochmal eine Barbe reinballern, Alden. Da ist er doch, der Lümmel. Immerhin 4,5 Kilo schöne Barbe und das jetzt nach, naja, 20 Minuten. Bisschen hat's gedauert, aber Barbe ist halt auch immer geil. Ist halt immer geil. Ich habe jetzt gerade hier die eine Rute schon rausgenommen und das PVA abgemacht. Mittlerweile habe ich, glaube ich, genug Futter am Spot. Zack, raus damit. Auf der Mitte ballert es wieder rein. Hier machen wir auch mal mittlerweile ab. Also, nach der Zeit kann man sagen, es ist, glaube ich, auch ausreichend Futter am Spot. Und dann kann man sich da mal so ein paar Barben gönnen, oder? Gucken wir nochmal, was hier reingeht. Komm ran, Alden. So. Ne. Wieder was Lüttes. Also, wild. Aber auch gar nicht schlecht. Aaland, Barbe. Gerne ein paar Schuppis dazu. Schmeckt auch. Und nicht immer das Gleiche. Wobei, so ein Geister würde ich auch noch nehmen.